Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, die Future Queen hier. Eigentlich gefällt sie mir ganz gut. Vor allen Dingen gefallen mir immer besser die Animationen hier bei Clash of Clans. Ihr müsst euch mal ein paar Jahre zurückversetzen und ich glaube, dann wird das so ein bisschen ersichtlich, was sich hier eigentlich tatsächlich im Spiel getan hat. Hier hat sich sehr, sehr viel im Spiel getan, aber 12 Euro, Leute, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wer sich das alles so gönnt. Ich tue es nicht und auch die Angebote, auch zu den Angeboten greife ich im Moment nicht. Obwohl ich sagen muss, das Book of Everything und die Mauerringe, die jucken mich schon so ein bisschen. Alles andere im Moment eher nicht. Und ja, die Szenerie fragt nicht. Fragt nicht. Und es gibt hier natürlich auch noch einen King, auch noch. Oh Gott, auch nochmal 12 Euro, okay. Also hier kannst du schon ganz schön viel Geld lassen, ne? Man kann sich auch ganz schön aus dem Fenster lehnen, Leute. Das haben wir gestern leider gemacht. Wir haben uns hier ein bisschen zu sehr aus dem Fenster gelehnt im Clan Herausforderer, denn wir haben unsere Serie verlassen. Wir haben unsere Serie gestern verlassen. Sehr, sehr traurig, muss man sagen. Aber letztendlich ist es, ja, ich will nicht sagen uns geschuldet, sondern eher mir geschuldet. Ich, it's Ego, habe nämlich viel zu viele Placeholder mitgenommen, weil ich unbedingt einen 15er Clankrieg spielen wollte. Und das hat uns diesmal ja so ein bisschen das Genick gebrochen, will ich mal so sagen. Denn mit denen, die hier nicht angegriffen haben, der Flo Reus und der Steven hier, das waren zwei Platzhalter, der Spark unten mehr oder weniger auch mit dem 7er. Und ich bin ja schon froh, dass der Doja Rox eigentlich angegriffen hat tatsächlich. Hat nur im unteren Bereich leider nichts gebracht, weil wir mussten natürlich dreiern. Das konnte oder das hat der Gegner auch gemacht. Und am Ende war es dann sehr, sehr knapp. Okay, ich glaube, prozentual sind wir immer noch vorne. Ne? Ja, wir sind prozentual sogar immer noch vorne. Ich meine, das wird ja jetzt auch so bleiben. Das Ergebnis ist ja da. Nur ein 38-38 jetzt auch getan am Ende. Da fällt mal ein 14er mehr zu machen. Können oder müssen. Den letzten Angriff haben wir gestern auch noch gar nicht gesehen, aber der Gegner hat halt noch mal zugeschlagen. Ihr seht das in den Events, der Sparkling hat doch noch kassiert am Ende von Nummer 2, aber Sparkling hat auch, glaube ich, 5-6 Deaths hier gehabt, ja, 5 Stück, ja, also die haben sich ganz schön die Zähne dran ausgebissen. Und zum Ende des Clankrieges muss ich sagen, die ja live mit dabei waren, haben es ja live miterlebt, das Leiden hier. Die haben dann auch gemerkt, dass plötzlich so die Nummer 1 und die Nummer 3 und wie die dann halt noch so angegriffen haben. Das waren echte Krampfangriffe von denen. Und das war dann mehr recht als schlecht, so will ich es mal sagen. Im unteren Bereich brannte da überhaupt nichts an, aber jetzt gucke ich nochmal den Oxy hier. Das war der letzte Angriff, warum es da nicht funktioniert hat. Ich meine, ich habe jetzt auch zweimal tatsächlich auf 14er voll gehittet. Ist bei mir auch nicht üblich. Aber im Moment habe ich auch, ich habe überhaupt keine andere Armee zurzeit, mit der ich im Clankrieg spiele, außer Drachen. Tatsächlich, außer Drachen und Blimp. Mir fällt nichts anderes mehr ein. Mir fällt nichts anderes mehr ein. Was sicherlich sehr, sehr traurig ist. Aber es ist halt immer wieder auf jeden Fall für 2, wenn nicht sogar für 3 Sterne ganz gut, auch im Rathaus 15er Bereich. Nur hat das gestern halt nicht funktioniert. Da mussten wir halt die 14er machen, weil uns unten die ganzen Angriffe gefehlt haben. Ist halt so. Können wir jetzt, ja. Es ist nur ein Spiel, haben wir gestern dann auch festgestellt. Es ist nur ein Spiel, ich weiß. Es ist nur ein Spiel. Aber dennoch sehr, sehr ärgerlich. Wir hatten jetzt, ich glaube, 10 oder 11 Siege am Stück. Der Gegner hatte auch einen ganz guten Streak. Von daher ist noch mal ärgerlicher, dass man das da nicht geschafft hat. Okay, die Barbarenarmee, ich weiß nicht. Hätte Fahrradschlauch, man hätte auch was anderes machen können. Denn gerade gegen so einen 14er hier mit dem Barbaren und der Adler schießt da die ganze Zeit vor allen Dingen. Queen jetzt auch down und der Adler immer noch nicht weg, ne? Ja, das ist wirklich fürchterlich. Und hier sind auch noch Bauhütten, die auch noch ballern.
Und dann müssen die ja durch die Mauer durch, aber er kriegt halt den Adler nicht weg. Und das ist halt Casus Nactus, das Ding muss einfach weg, sonst hast du ein Problem. Jetzt kommt er nochmal mit Digi hier und mit dem Royal Champion. Aber auch das ist nicht gerade einfach. Der Adler hat ja zumindest ein paar Trefferpunkte. Jetzt ist er weg. Okay, der Bauarbeiter weiß jetzt im Moment nicht wohin, weil nichts mehr da ist, was er da retten kann, beziehungsweise reparieren kann. Aber es steht doch noch recht viel, ne? Es steht doch noch recht viel, naja. Aber was willst du machen? Das ärgert mich ein bisschen. Also es ärgert mich natürlich ein bisschen, dass wir so hart verloren haben. Und können wir aber nochmal gucken hier auf 14. Ich glaube, auf 14 ist das ganz gut. Die Tobi hier. Und das ist auch eine geschlossene Boxbase, so will ich es mal nennen. Also, oder eine, ja doch, ist eigentlich eine Boxbase mit vielen, vielen Boxen. Und auch hier hat das wenigstens funktioniert. Ich meine, irgendwann machst du dann sowieso All-In und versuchst nur noch auf 3 Sterne zu gehen, nicht auf 2 Sterne oben im 15er Bereich. Es mussten halt die 14er fallen und Sparkling halten. Ja, Sparkling hat nicht gehalten. Sparkling ist schuld. Nein, stimmt nicht. Stimmt nicht, Leute. Entschuldigt bitte, Sparkling ist natürlich nicht schuld. Totaler Quatsch. Naja. Wir streamen übrigens, was heißt wir? Also wenn ich immer von wir rede, dann meine ich natürlich ich mit euch. Auch am heutigen Tag und am morgigen Tag. Denn ich hatte ja angedroht, dass wir den Montag noch nachholen in Stunden. Und das geht natürlich ganz gut, wenn man dann am Donnerstag und Freitag auch ein bisschen länger macht. Oder halt mal ein bisschen eher anfängt. Mein Ziel ist immer ein bisschen eher anzufangen. Ich kriege es nicht hin. Ich bekomme es nicht hin. Und aber dennoch, glaube ich, ist es eine ganz runde Sache im Moment auf Twitch. Jo. Vielleicht fangen wir auch mal mit was anderem an. Ich habe eben noch mal so ein paar Games hier angecheckt und angetestet. Vielleicht sollte ich auch mal was spielen, was ich gar nicht kann. Und das ist vieles. Um einfach den Spaßfaktor für uns so ein bisschen zu erhöhen. Ich meine, Clash of Clans kann ich so ein bisschen. Wenn auch nicht so ganz so dolle. Aber hier war es dann am Ende doch recht eng, ne? War das der, wo es doch noch recht eng wurde? Ja, ne? Oder war der das gar nicht? Ach doch, der war das. Stimmt, der war das hier. Oh, jetzt laufen die da nochmal ganz rüber. Okay, und zack, Luftmine da. Bam, bam, Luftmine da. Noch eine Luftmine da. Deswegen war das nämlich so eng. Ich hatte mich schon gewundert, dass der Royal Champion hier unten eigentlich abräumen muss. Obwohl wir eigentlich noch genug Drachen hatten. Und das hätte auch in die Hose gehen können. Ein, zwei Bäumchen noch mehr. Und vielleicht irgendwo die Nado noch. Dann wäre es das hier auch gewesen. Aber ich denke, so kann man es eigentlich ganz gut machen. Ja, ich meine, okay, was willst du machen? Schauen wir mal hier, 13 auf 13 ist das. Ah ne, das ist auch 14 auf 13 schon. Ihr seht, wir mussten hier wirklich dippen. Sonst hätten wir den Clankrieg gar nicht so hoch abgeschlossen. Und dementsprechend gar nicht so viele Sterne geholt. Was meint ihr? Also wir haben gestern eigentlich schon die Frage, nicht geklärt, aber wir haben natürlich die Frage gestellt, wie viel Placeholder kannst du maximal mitnehmen, damit es noch ein einigermaßen erfolgreicher Clankrieg wird. Wir haben gesagt 2 Stück, mehr nicht. Nicht mehr als 2, alles andere ist unrealistisch, denn es fehlen einfach doch zu viele Angriffe, weil so gut sind wir jetzt nicht, dass wir immer auf 14, habt ihr ja gesehen, 3 holen und auf dem 15er gute 2, wenn nicht sogar 3. Das wird dann an der Stelle nicht mehr funktionieren und deswegen muss ich dann auch ein bisschen den Ball flach halten. Auch wenn ich dann 15er spielen will und es sind dann 13 Leute da, wovon schon 2 Placeholder vielleicht sind, dann oder 11 Leute oder was auch immer, dass ich dann eher sage, okay, dann lasse ich lieber einen raus und wir spielen einen ordentlichen 10er oder halt dann mit einem Placeholder oder sowas, aber mit 3, glaube ich, oder halt 3 waren es ja nicht.
Aber unten mit dem 7er, da kriegen wir sowieso mal Mismatch. Das kennt er, glaube ich, selber, ne? Wenn man unten eine kleine Rathausstufe irgendwo hat. Also wir hatten dann ja jetzt 15, 14, 13, 7. Dann kriegst du ein Mismatch. Das ist einfach so. Entweder hat der Gegner noch schlechtere Rathäuser unten, oder aber es ist auf unserer Seite halt ein bisschen doof. Und das Video übrigens von gestern mit 41 Minuten, ja, das war mein längstes Video, aber ich habe gedacht, okay, Toto, bleib jetzt einfach mal ein bisschen hocken und dann wird das schon. Und es wurde ja auch was. Und zwar nicht von schlechten Eltern. Okay, den können wir mitnehmen. Wuturm. Wo haben wir den Feger? Da. Alles klar. Dann lassen wir den mal hier so ein bisschen fliegen. Einmal den Hund hier mit drin. Einmal die Blimp. Mal gucken, wie weit die kommt. So ganz alleine. Mal sehen, ob ich da nicht auf dem Inferno irgendwie landen kann. Jo. Da konnte ich auf jeden Fall landen. Nur habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich ein bisschen wenig Truppen habe. Ich glaube, ich habe was verloren durch die Blimp. Kann ich mir zumindest vorstellen. Rathaus braucht man nicht unbedingt. Wir brauchen ja so ein bisschen eher ein bisschen mehr die Ressourcen. Dann gehen wir hier mal lang. Und haben ja auch Sonnenkonstellation hatte ich gestern Abend auch schon mit dem E-Drachen, der jetzt so ein bisschen ausholt. Und die Queen dem jetzt folgen hier. Die Queen folgt jetzt hier. Den Clanbug-Truppen. Aber mein King überlebt in jedem Fall. Und muss allerdings jetzt auch schon meine Königin dort einmal zünden. So, dann machen wir hier weiter. Ja, Warden kommt raus. So, hier gehen wir mal schräg mit drin. Und zünden hier mal. Beziehungsweise also zünden nicht, sondern zünden unseren Warden, dass wir in jedem Fall ein paar geschützte Truppen haben, hier vor allen Dingen vor der Luftabwehr. Ich nehme den mal jetzt recht früh hier, damit nicht alle so ganz außen lang gehen. Auch da oben ist der schwarze Pott. Toto. Ich brauche dringend Dunkles, Leute. Okay, da muss ich anders vorgehen. Da muss ich vielleicht vorher mal schauen. Ja, ich brauche ein bisschen Dunkles zum Pet-Level. Und oder im Labor, mein Labor steht im Moment, Leute, oder halt braucht die Punkte für eine dunkle Rune, wäre auch nicht schlecht. Dann können wir nämlich beides erschlagen, dann fahren wir nur uns die nächste Truppe im Labor und nehmen eine Rune und leveln damit unsere Pets weiter, denn im Moment trete ich ein bisschen auf der Stelle. Vielleicht müssen wir auch mal wieder ein paar Koboldrunden einläuten oder sowas, da müssen wir halt kurz mal investieren. Müsste ich jetzt gleich nochmal gucken, ob es das Ganze jetzt schon ein bisschen billiger gibt. Oder immer noch billiger gibt. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage das war, wo es die 70-prozentige Ermäßigung gab auf dunkle Truppen. Das waren dann ja nur 7.500 pro und nicht 25.000. Gucken wir gerade, ob das noch Taco ist. Warte mal. Haben wir das noch? Nee, haben wir leider nicht mehr. Okay, schade. Es ist wieder teuer, ne? Es ist wieder teuer, ja, 25.000. Ich meine, okay, die sind auch ganz gut investiert. Ich habe aber auch noch ein paar Pullen, soweit ich das weiß. Und nehmen wir hier nochmal mit rein. Obwohl, vielleicht war meine Clanburg auch gar nicht ganz voll, ne? Aber wie gesagt, Ziel wäre hier, dass wir hier... Ich habe jetzt alles an Elex gelevelt, also an Elixier-Geräten. Das heißt, ich habe alle Kampfmaschinen voll und... ja, würde jetzt hier ganz gerne weitermachen. Es sind nicht meine bevorzugten Truppen im Clankrieg, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir diesen hier ganz gerne ziehen. 268.000 und hier brauchen wir ja auch schon so ein paar. 240.000 fürs Jack. Also machen wir es lieber so, dass wir das Jack leveln mit 240.000 und nehmen dann die dunkle Rune für den Rest. Aber dafür muss ich erstmal hier bis zur dunklen Rune kommen. Da haben wir nochmal Elixier. Wo ist die dunkle Rune? Da, bei 2120. Bei 2120 und wir haben 1750 aktive Punkte hier gerade. Okay, das sollte man eigentlich schaffen, ne? Aber da müsste ich was kühlen spielen. Ja? Hey.
Walküren oder Sneak? Ich sag ehrlich, nee. Okay, Leute, machen wir später. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Also lehnt euch nicht so weit aus dem Fenster, wie wir es getan haben. Sonst habt ihr auch sowas hier. Wir sind euer Rot in eurem Lock. Habe ich auch schon irgendwo mal in so einer Clan-Beschreibung gelesen, aber hatten halt echt eine coole Serie hier. Naja, jetzt verlieren wir erst zweimal, hat der Nachtschatten gesagt, und danach geht die Serie wieder los. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist. Denn, jetzt weiß ich, was war. Ich hatte auch viel zu wenig Ballons, siehst du. Ach, ich hatte auch viel zu wenig Ballons, Leute. Weil ich hatte hier Spendertruppen auch noch drin. In der Pipe für den Nachtschatten. Der möchte nämlich immer 50 Bogis haben. Deswegen hatte ich, glaube ich, ein, zwei Loons zu wenig. Ne? Ja, okay. Nee. Aber die hätten es jetzt auch nicht mehr gerissen, ich weiß. Aber okay. Sehr, sehr faire Begegnung hier. Zwei Zwölfer. Drei Dreizehner. Drei Vierzehner. Zwei Zwölfer. Drei Dreizehner. Okay, die haben zwei Vierzehner. Wir haben drei Vierzehner. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Denn der hier ist vielleicht gerade so 15. Gucken wir mal rein. Ne, der ist schon ein bisschen länger, 15. Okay. Kleiner Nachteil, aber ist nicht so schlimm, wir werden es kompensieren. Wie wir das kompensieren, das könnt ihr euch dann anschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mal einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clasht!